Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause des Wahnsinns, des Modellbau-Wahnsinns, Modellbau-König. Schlag auf Schlag geht's hier. Hier haben wir schon den neuesten Streich und in meinen Augen ein Highlight auf jeden Fall für mich. Verbindet halt auch, ich sag mal, Privatinteressen mit dem Modellbauinteresse. So, und zwar haben wir hier von MiniArt unter der Nummer 38029 German Traktor D. 8506, Modell 1937. Nichts anderes als ein Lanz Bulldog ist das. Wird nur ein bisschen anders in der Überschrift betitelt. Wir haben insgesamt enthalten 6 Spritzlinge, ein Ätzteil, eine Ätzteilplatine. Wir haben Klarsichtteile, 22 Baustufen, 2 Bemal- und Dekelvorschläge und der Preis liegt knapp unter 30 Euro. Und dafür erwartet uns wirklich Feines, das sage ich euch gleich schon mal vorweg. Aber wie vor allem hat der liebe Gott bei uns erstmal die Anleitung gesetzt. Dazu kommen wir gleich. So, alles vorbereitet. Die haben wir nämlich hier. So, kommt ja bei MiniArt immer sehr angenehm daher. Wie ich finde, da haben wir hier nochmal eine Zwei-Seiten-Ansicht. Einmal von vorne und in der Seite. Dort kann man nochmal den, Namen sehen. Hier ist der Riemenscheibenantrieb. Sehr wichtig zu der damaligen Zeit. Viele landwirtschaftlichen Geräte sind halt über diese Lederriemen betrieben worden. Kann man immer ganz gut in Museen sehen. Empfehlen tue ich euch da auf jeden Fall auch das Museumsdorf in Kloppenburg. Kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich, wirklich sehenswert. Dort sind auch einige Maschinen ausgestellt. So, zurück zu unserem Modell. Da sind natürlich nochmal hier die wunderbaren Highlights aufgeführt. Also das macht der Hersteller schon ganz nett, um da schon mal bei der Anleitung ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Dann haben wir hier oben auch in Deutsch die Sicherheits- und Beachtungshinweise oder Bearbeitungshinweise. Hier auch nochmal piktogrammisch dargestellt und hier die Teilübersicht. Sehr, sehr angenehm, auch wie ich finde. Also das geht von MiniArt wirklich, wirklich gut von der Hand. Und hier sind dann die Farben. Und hier haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben und dann halt nochmal, hier kann man die Farbe nochmal sehen und dann hier einmal den Color Name, also die den Farbnamen. Das ist auch sehr vorbildlich aufgeführt, vorhin auch von ganz vielen Herstellern, die man auch so im normalen Programm finden sollte. So, hier geht der Bau zusammen los, kann man schön sehen. Denke ich mal, das sollte kein Problem sein, dem zu folgen. Sind relativ groß gehalten, die Zeichnung. Sollte alles gut erkennbar sein. So, ein paar Rahmenbedingungen habe ich mir auch aufgeschrieben. Der wurde im Volksmund Ackerluft Bulldog genannt, ganz nett. Diese Baureihe ist von Mitte der 30er Jahre bis Mitte der 50er Jahre tatsächlich produziert worden. Also viele, viele Jahre hindurch ein zuverlässiges Ackergaul der deutschen Industriekultur oder Agrokultur, muss man ja eher sagen, hat kurzzeitig 35 PS unter Riemenscheibenantrieb geleistet, mittelt um die 30 PS. Wir haben Einzylinder Glühkopfmotor, also da ich höre praktisch schon, wie das Duck, 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 also da kann man jeden einzelnen Kolbenschlag hören. Das ist gerade für Leute, die sich mit Motoren beschäftigen, also ich könnte da stundenlang zuhören, alleine dem Tuckern des Dieselmotors. Ja, hat keine Ventile und kein Vergaser, also relativ einfache Technik. Riemenscheibenantrieb. Die Kurbelwelle ist auch interessant, das war Extrakost, das hätte man dazu buchen müssen, genau wie Allwetterverdeck oder noch so andere, ich sag mal heute alltägliche Sachen. Diesel oder Schweröl hat das Ganze angetrieben. Ich habe sogar Varianten gesehen mit einem Impart-Holzvergaser, also auch das hat es gegeben. Dann kommen wir hier zu den Deckelvarianten, kann man sehr schön sehen. Wunderbar ist auch, dass das hier aufgeführt ist, ungefähr von wann das ist und auch wo das Ganze stattgefunden hat. Hier haben wir eine niederländische Variante und hier dann Ostpreußen, bis 45, wenn das Ding nicht vor von den Russen oder ab 45 gekapert worden ist. So, das einmal beiseite, dann kommen wir zu den Kunststoffteilen, die stelle ich auch hier erstmal vor. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran, wenn ich nicht immer alles gleich verstecken würde. Näher ran, genau, zack. So, dann haben wir hier erstmal die Übersicht, bevor wir gleich in die Detailaufnahme gehen. Wir haben immer einen relativ großen oder dicken Gussastrahmen von der Firma MiniArt. Finde ich gar nicht so schlecht, so sind die Teile wirklich optimal geschützt. Besonderheit an diesem Spritzrahmen finden wir hier. Hier haben wir nämlich im Slide-Mold-Verfahren. Das heißt, dass wir nicht nur
einen Spritzling oben haben, der detailliert ist, sondern auch an den Seiten. Slide Mode heißt nichts anderes, als dass die Formen sich bewegen können. Ist immer relativ teuer, aber der Effekt, wie ihr seht, spricht da für sich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns jetzt mal die Teilenaufnahmen auf. So, da kann man schön das Riffelblech hier erkennen. Da sollte es keine Probleme geben, auch die Punkte, wo die Teile angeklebt werden müssen. Genauso wie hier beim Tank, das ist sehr schön zu sehen. Sollte es, denke ich mal, so keine Sachen zu meckern geben. Der Auspuff, ja, den haben wir hier, ist ja sehr, sehr typisch. Und hier die Slide-Mode-Teile, so, die kippen wir mal hier, da kann man das schön erkennen. Sehr schön gemacht, einmal von unten im Schnelldurchlauf. Weil auch hier haben wir eine sehr schöne Detaillierung, wie man sehen kann. So, wunderbar. Zack. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum nächsten Spritzling oder zu den nächsten Spritzlingen. Da haben wir nämlich mehrere von. Und zwar haben wir hier die Reifen. Die lege ich euch mal hier hin. So, die kommen hier zweimal daher, links und rechts. Und hier auch nochmal. Und hier haben wir eine Besonderheit. Da hat sich MiniArt was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar sind die großen Reifen, die dicken Reifen, die sehr markant sind, sind hier mit diesem wunderbaren Profil und dem Aufdruck vom Hersteller und den Herstellerangaben ist das Ganze so gehalten. Da haben wir hier dann die Rückseite, also immer jeweils Vorder- und Rückseite. Und hier ist dann das eigentliche Rad. Hier auch nochmal wunderbar zu erkennen. Also was wirklich ein Vielfaches an Details mehr erlaubt. Hier in Scheibenbauweise sind dann die Vorderräder. Die zeige ich euch gleich mal im Original. Und auch die wissen wirklich, wirklich zu überzeugen. Also ich bin da echt hellauf begeistert. Nochmal, ich verdiene kein extra Geld, wenn ich die Sachen hier vorstelle. Ich bin auch nicht an einem Betrieb beteiligt oder so. Also das einmal vorweg gesagt. Also das ist wirklich der reine Modellbau-Enthusiasmus, der euch hier entgegenschlägt. So, da ist das wunderbar zu erkennen, das Profil, also wirklich erste Sahne, einmal die Rückseite, so, auch das hier sehr gut gemacht. Ihr seht da die Nopsis, die männlichen und weiblichen, also negativ oder positiv, dort kommen die einzelnen Scheiben dann rein, auch hier versetzt, dass da halt kein Kuddelmuddel irgendwie sein sollte, das sollte soweit klar sein. Dann kommen wir mal zu den Hauptreifen, ich hätte gesagt Hauptattraktion. So, auch hier Herstelleraufdruck, sehr schön zu erkennen, Größenangaben und was da so dazugehört. So, hier hört dann der Reifen auf und dort könnt ihr halt dieses Zickzack sehen, was sich dann genau hier weiter fortsetzt. So, und hier haben wir ein paar Auswerferstellen und ein bisschen Fischhaut. Das ist aber kein Problem, das sollte wirklich leicht zu bereinigen sein. Und der Rest davon ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ihr seht das hier, also eine hervorragende Arbeit dieses Herstellers. Ich denke mal, es wird, wenn ich das hier mal so anpasse, jetzt nicht passen wegen diesem Kreuz da drinne. Aber der Weg, wo das Ganze hingeht, sollte dann ersichtlich sein. Dann haben wir hier einen kleinen Spritzling mit den Seitenverkleidungen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und einigen Anbau. Hier ist die Ackerschiene hinten. Auch das ist sehr schön wiedergegeben. Anhänger und so weiter war dann optional. Das musste man dazu kaufen. Das war dann dort nicht mit vorgesehen. Dort wurde eigentlich, wenn man das normale Fahrzeug so gekauft hat, so nackig halt hingestellt. So, dreht das auch nochmal um. Damit man das hier auch nochmal sehen kann. Auch hier eine sehr schöne Detaillierung von beiden Seiten. Sieht man ja dann auch später die Seitenteile. Da bleibt kein Auge trocken. Das weiß auf jeden Fall zu gefallen. Mir auf jeden Fall. So, da haben wir diesen wunderbaren coolen Schaufelsitz, kann man hier schön erkennen. Weiteres Teil vom Schornstein, hier für die Riemenscheibe. Auch hier wieder Slide-Mold, da ist nämlich das Auspuffende, kann man hier sehr schön sehen. Die Kühleinheit hier ist auch sehr schön zu erkennen, da gehen wir gleich mal in die Nahaufnahme. So, und da kann man das hervorragend sehen, genauso will ich das haben. Und dann zeige ich das gleich nochmal, wo es offen ist. So, und da sind die schönen Kühlerrippen zu sehen.
waren natürlich im Einsatz relativ oft verbogen, war sehr unverwüstlich, muss man mal dazu sagen. Ich meine, von heutigen Hightech-Traktoren meilenweit entfernt, gar nicht zu vergleichen, aber für die damalige Zeit waren die wirklich schon sehr gut, waren erschwinglich und man konnte auch noch viel dran reparieren, viel dran selber machen und halt auch vielseitig einsetzbar, und das war halt sehr wichtig. So, und wenn man von einer Zeit ausgeht, wo auch noch Pferd und Wagen vorgekommen ist, da war das dann natürlich schon, diese Mechanisierung der Landwirtschaft war natürlich schon was Besonderes. Gut, dann haben wir hier die andere Seite, auch hier kann man das wieder schön erkennen. So, Glühkopf müsste das jetzt hier sein. Ja, die mussten relativ lange vorgekühlt oder vorgeglüht werden. Wie ihr wisst oder vielleicht auch der ein oder andere nicht, ist Diesel ein Selbstzünder. Das heißt, wir haben keine Zündkerzen oder dergleichen, was wir in einem Benziner drin haben. Entzündet sich in der Regel durch die Reibungshitze im Zylinder dann selber, aber damit das Ganze erstmal passiert und der sich halt entzündet, hat der Rudolf Diesel das sich halt so ausgedacht, dass das Diesel-Luftgemisch dann erstmal vorgeglüht werden muss und dann halt auch gezündet werden kann. So, das mal als kurze Einweisung, wie diese Maschinen gearbeitet haben. Diese Art und Weise mit dem Einzylinder, der hatte einen relativ oder sehr viel Kraft, die der übertragen konnte, brauchte der dann ja auch, wenn man dann einen Acker gepflügt hat oder irgendwelche Maschinen gezogen hat, dann musste natürlich da die Kraft da sein, wo sie hinkommt, nämlich auf die Reifen gebracht oder halt auf den Riemenantrieb. Riemenantrieb ist auch was ganz Interessantes. Viele Dreschmaschinen und auch natürlich noch andere sind halt durch diesen Riemenantrieb, Lederriemen halt angetrieben worden. Auch das hat sich sehr lange gehalten. Das mit den Kurbelwellen, das ist dort schon verfügbar gewesen, aber war noch nicht so durchgesetzt wie denn am heutigen Tag. Da geht ja nun wirklich fast alles über die Welle. Ja, hier haben wir die Motoreinheit, dann ist hier der Riemenantrieb, das kann man schön vorhin sehen. Dann hatte ich vorhin was anderes erzählt. Lenkrad ist hier auch. Hier ist der Spritzling offen. Ob da mal irgendwas dran war, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendeine andere Variante, die dann noch mal später separat angeboten wird. Eine Variante ist ja schon angeboten worden, und zwar mit diesen Scheibenreifen oder auch Ackerreifen, die für schwere oder sehr, sehr feuchte Böden eingesetzt worden sind. Auch das wieder eine Besonderheit. Die ersten, ich sag mal, Maschinen waren dampfgetrieben und halt schwere Böden zugänglich zu machen, wurden halt zwei dieser riesigen Monströsen, also das waren praktisch wie Lokomotiven, die da links und rechts eingespannt, ein Flug in der Mitte, sehr interessant, auch das im Museumsdorf in Kloppenburg zu sehen, kann ich, wie gesagt, nur sehr empfehlen, wer mal in Norddeutschland verweilt, dem lege ich das nahe, der Eintritt ist nicht sehr teuer, aber der Aha- und Lerneffekt ist sehr, sehr hoch. Gut, hier haben wir ein Klarsichtteil, ist, denke ich mal, ersichtlich, was das ist. Und hier haben wir einen kleinen Ätzteilbogen, der klein, aber fein ist und in sich hat. Ich zeige euch gleich, warum. So, mal den Fussel darunter. So, schöne, klare schöne, klare Glasbauteile kann man sehr schön sehen, aus klarem Kunststoff. Besonderheit, was mir hier sehr gut gefällt und wo auch dran gedacht worden ist, dann dieses typische geriffelte U, kann man sehr schön erkennen. Das ist mit dabei. So, entschuldigt bitte, wie das halt im Original auch ist und bis wirklich in die späten 50er, 60er und 70er Jahre teilweise noch verbaut worden ist. So, kleiner, aber feiner, ja, Dickelbogen in dem osteuropäischen Babyblau. Und das Schöne ist, wir haben hier die Angabe, wie viel Kilometer, wobei 25 im Schnelllaufgang wirklich schon sehr sportlich ist. Den Nummernschilder, den Herstelleraufgang, alles so drauf und es ist sehr schön dünn gedruckt und das weiß eine schöne Qualität zu überzeugen. So, und dann liegt Mini Art uns hier mal das kleine Weiße rein, so nenne ich es mal. So, und in diesem kleinen Weißen verbirgt sich noch ein kleineres gelbes, goldenes oder güldenes. Und hier haben wir für die Nummernschilder bzw. den Herstelleraufdruck und das Nummernschild, die Nummernschildhalterung. Das ist auch sehr schön wiedergegeben. Sehr, sehr dünnes Material, wie man hier sehen kann. So. Ja, und dann sind wir leider auch schon durch mit der Vorstellung dieses schönen Bausatzes.
ist ja relativ, mit den relativ wenigen Teilen kommt es daher, was der Qualität überhaupt keinen Abbruch tut. Ich bin hellauf begeistert, dass sich endlich mal ein Hersteller dieser Sachen annimmt, egal ob man jetzt ein Diorama oder ein Fahrzeug bauen möchte in zivilen Maßstäben oder halt auch im Dienste von irgendwelchen Armeen, wurde das überall eingesetzt, bis, wie gesagt, in die 50er Jahre, sind natürlich dann auch bei den Landwirten auch noch in den späten 50er, 60ern halt gelaufen, bis die durch modernere Geräte eingesetzt worden sind oder sich die Landwirtschaft nicht mehr gelohnt hat. Der Preis von knapp unter 30 Euro geht vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Beide Daumen dafür hoch. Vielen Dank, dass ich das vorstellen konnte. Ist mir eine persönliche Freude gewesen. Auch das ihr euch daran teilhaben könnt, euch daran laben könnt, dann bleibt gesund, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video und macht's gut. Bis dahin, euer Christian.